Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück auf der Klingenbach. Ja, mein Liebling ist endlich da. Ich glaube, wir hätten auch das Dreiecks fast dahinter klatschen können. Genau. Palettenwerk Händler. Weil wir müssen jetzt gucken, dass wir auch noch ein bisschen Geld reinkriegen. Es soll ja nicht nur Geld rausgehen, es soll ja auch Geld reinkommen. Also, ne? Mal eben laden. Ich weiß, die Palette ist nicht voll. Bei weitem nicht voll. Aber wir müssen irgendwie an die volle Palette rankommen. Tupdelupdelu. Bin mal gespannt, wie der Kirowitz zurechtkommt mit dem Fass. Die Anlage läuft bald auch nicht mehr. What are you doing?
je nachdem wie der mit dem Fass zurechtkommt, entscheide ich, ob Dreiachsfass oder nicht. Aber dann kommt das Fass hier definitiv weg. Das Zweiachs. Das Einachs behalten wir dann für Flüssigdünger. Zu transportieren. Da war ja nichts mehr drin. Was denn für eine Hupe? Ich glaube nicht, dass ich jetzt auf dem Hinweg runterschalten muss. Wortkauderwelsch. Ja. Molkerei, Molkerei. Weil ich schalte ja manuell die Gruppen und die Gänge nimmt er sich automatisch. Jetzt wird's nachher interessant. Weil ihr wisst, was da für ein Berg kommt, ne? Und der Mann, der rollt einfach mal los. Ganz easy, kein Problem. In das Fass, was wir jetzt am Kirowitz haben, gehen glaube ich 22.500 Liter rein. Und sagen wir so, wenn ihr die 22.500 Liter da rauf reißt, ohne große Mucken, dann wissen wir Bescheid. Noch bin ich in der vierten Gruppe, also in der höchsten Gruppe. Und wieder 50.000 bis Kartons. Ah, jetzt muss ich eine Gruppe runterschalten, definitiv. Und jetzt habe ich wieder eine raufgeschaltet. Und ich fahre immer noch ohne Rad. Ja, wir klatschen das Dreiachsfass dahinter. Ich habe das Fass irgendwo kurz aufgesetzt. Also ich habe... Das Ding hat einfach so viel Leistung. So viel brachiale Gewalt. Okay, hier die Ecke mag er nicht.
Aber ganz ehrlich, wenn es nur diese eine Ecke ist, habe ich da kein Problem mit. Dann knall ich da gleich das große Fass hinter, ganz ehrlich. Na, komm aus dem Quark. Ich meine, ich habe eigentlich auch nichts anderes erwartet von Kirovitz. Ganz ehrlich. Das wollte ich verkaufen. Und das wollte ich kaufen. Alter. Machen wir mal einfach mal braun. Du. Ach stimmt, ich habe hier einen Wartepunkt eingesetzt. Du.
Uah. Hm. Ah, klappt schon irgendwie. Eieieiei. Jetzt werde ich definitiv runterschalten müssen. Ah, zwei Schlepper mit durchdrehenden Reifen. So muss das sein, ne? So muss das. Dup-di-dup-di-du. Hammer. Die geballte Kraft des Russen. Hä?
Lass mal gucken, was hat der Deutz denn? Der Deutz hat auch Mist gebaut. Der hat Blödsinn gemacht. Ich muss dann nachher unbedingt mal einen neuen Weg einfahren. Unbedingt. Oder mal mit einem anderen Anhänger probieren. Also irgendwas muss ich mir da auf jeden Fall einfallen lassen. Aber meine Freunde, das war's mit dieser Folge. Tschüss.